wir anfangen jetzt erstmal schön. Ja, ich bin The Name. Wir spielen Spider-Man Web of Shadows. Wie gesagt, ich habe so langsam, aber sicher beschleicht mich das Gefühl, dass ich die ganze Zeit hier beim falschen Auto bei bin, weil ich diese Evakuierungsmission einfach nicht gut geschrieben kriege. Und wenn das der Fall sein sollte, dann fände ich das ziemlich schlecht. Aha. Ja, hallo, ich will dich doch. Ja gut, dann sehe ich dich halt nicht an. Weiß nicht, da von dem Spielhaus. Ja, das ist einfach deprimierend. Ja, ich sehe, dass der gefangen wurde, meine lieben Freunde, aber dann lass mich dich doch ins Visier nehmen, dann hätte ich den schon längst weggebracht. Lass ihn los. Dann, so. Kann ich dich jetzt ins Visier nehmen? Nein, kann ich immer noch nicht. Achso, okay, dann musste ich dich nicht in die Safe Zone bringen. So, dann hier mal die Spinnensymbole eingesammelt. Ja, ich weiß nicht. Bin ich hier mit dem richtigen Wagen unterwegs? Bin ich es nicht? Irgendwann werde ich es merken. Aber da immer noch die Mission hier mit der Hovercraft-Mission als erstes angezeigt wird, habe ich irgendwie das Gefühl, dass ich schon noch das Richtige mache. Das kann irgendwie mir irgendwie nicht vorstellen, dass das so ewig lange dauert. Für einen, obwohl, das ist eine optionale Mission. Wahrscheinlich gerade dann. Eieiei, da wurde jemand infiziert. Das ist nicht gut. Können wir dich noch retten? Na, können wir nicht. Anscheinend. Ja, es wird gleich mal Zeit, den Anzug gleich zu wechseln. Achso, der war... Ich dachte schon, was ist das für ein komischer Typ? Aber der war nur angenetzt von mir. Ich dachte, das wäre wieder ein neuer Symbiontentyp. Also kann man sich täuschen. Ja. Ich meine, da blinkt was ganz groß auf der Karte, aber irgendwie... Ich weiß nicht. Ich will da noch nicht hin. Ich will irgendwie lieber noch beim Fahrzeug bleiben. Weil ich, wie gesagt, also jetzt fährt er auch noch davon weg. Ja. Ich weiß nicht. Und ich habe halt keine Lust, jetzt hier die ganze Zeit umsonst investiert zu haben, weil ich doch richtig war. Andererseits ist umsonst investiert, wenn ich jetzt noch weiter mitlaufe. Und wie gesagt, so langsam beschleicht mich langsam das Gefühl, dass ich es hier die ganze Zeit falsch mache. Ich meine, okay, da habe ich dann... immerhin noch, ja, einfach so ein paar Sachen für die Symbionten und so gemacht. Gut, ich mache jetzt einfach eine andere Mission. Ich nehme das Ding und mache die Mission mit den Airstrikes. Wenn mir jetzt noch... Jetzt muss ich die einfach in die Nähe von Symbionten packen. Ja, gut, was für Symbionten? Oh. Ja, das sieht doch zum Beispiel... Ja, nee, da sind auch Shield-Agenten. Ob das dann jetzt so clever ist, das hier abzulegen, weiß ich nicht. Aber hier hinten sind ein paar. Das sieht doch nicht schlecht aus. So. Ja, ich gehe schon weg. Ja, dann kommt der Luftschlag. Ja, das wäre mal eine coole Attacke. Muss ich ja sagen. Oh, ich habe es abgeschlossen, die Mission. Ja, gut. Zumindest schon mal ein Teil davon. Ja, jetzt müssten es 20 sein. Gut. Wo er wieder bei absolut Schwachsinn wäre, was die Missionsdesign angeht.
So, ja, da habe ich hinten noch eins gesehen. Und ich werde jetzt, also wie gesagt, anscheinend funktioniert, habe ich mich die ganze Zeit mit dem falschen Fahrzeug mitgelaufen. Oder habe die Mission nicht angenommen oder was auch immer. Also lassen wir es erstmal bleiben. Holen wir uns noch hier irgendwo, wenn ich das ja, anscheinend falsch gesehen habe. Ich dachte, hier wäre ein Spinnensymbol irgendwo gewesen. Na gut, dann machen wir es nämlich jetzt erstmal, wenn ich den Missionspunkt hier mal angezeigt kriege, wieder auf dem Weg dahin, wo wir hin sollten. Wie gesagt, wenn er mir mal angezeigt werden würde. Wo ist er? Wo ist er hin? Ich hatte doch zwischenzeitlich einen auf der Karte. Oh, Windows 7. Film und Fernsehen auf deinem PC, ganz einfach. Gut, damit ist, glaube ich, auch bestätigt, dass, ich war mir da nie sicher, ob das der Fall ist, aber es, ja, wie heißt es? Spider-Man Web of Shadows verfügt anscheinend auch über diese, ja, Ingame-Werbung, die, ich glaube, auch aktualisiert wird. Ich glaube, bei irgendeinem, also bei manchen Spielen ist das ja so, dass die Ingame-Werbung haben, worüber die Entwickler dann nochmal mehr Geld verdienen. Und bei manchen Spielen ist es auch so, dass die sich irgendwie, wenn man eine Online-Verbindung hat oder was weiß ich, sich updatet. Scheint bei Spider-Man der Fall zu sein. Weil, oder... Ich weiß es nicht. Ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass das der Fall ist, weil ich gerade feststelle, ich habe ja die englische Version, kriege aber deutsche Werbung hier angezeigt. Muss da irgendwas komisch laufen. Oder irgendwas komisches sein. Na, egal. So genau habe ich leider auch nicht Ahnung. Oder was ist leider... Habe ich halt keine Ahnung davon. Ja, hier wird mir was dick blinkend angezeigt. Ich bin jetzt gerade nämlich so ein bisschen ratlos, was ich sonst machen soll. Also gehen wir erstmal zu dem dick blinkenden Stern hier. So. Ja, gut. Mal wieder so eine Mission, wo wir was verteidigen müssen. Aber es kann ja nicht Sinn der Sache sein. Also ich hätte auch gern... Ja, gut, Spider-Man, Kamera wieder ein bisschen verkackt. Ja, ich bin doch schon dabei. Ich hoffe mal, dass das jetzt aber nicht wieder so eine 10 Kilometer, 50 Millionen Orte-Quest ist. Fände ich nämlich nervig, dass wir keine Zeit haben. Danach mache ich mich echt mal auf den Weg, um zu gucken, wo, ja, direkt von mir, wo es denn mit der Hauptstory weitergeht. Weil, wie gesagt, optionale Quests bocken eigentlich nicht so wirklich. Na gut. Einer. Ja, wenigstens schön, dass diese Missionen anscheinend auch dazu zählen, dass ich eine bestimmte Menge Zivilisten gerettet habe. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Wir haben auf den Boden geschossen. So sind sie, die Leute mit dem Waffenschein. Nein, du triffst mich nicht. Da muss ich leider schneller sein. So, dann bist du noch dran. Und dann könnte es, wenn es gut aussieht... Ja, das ist ja nicht schlecht. Haben wir das ja schon hingekriegt. So, ja, ich glaube, das war's auch. Ah, das sind auch die... Mensch, das, jetzt weiß ich auch, welche Mission ich verkackt habe. Ich dachte, diese Hovercraft... Warum auch immer ich das dachte, wenn ich jetzt überlege, dachte ich, wäre das Fahrzeug und deswegen bin ich natürlich die ganze Zeit und ich hätte da irgendwo auf dem Dach gemusst, so wie es aussieht. Oder da stehen bleiben müssen oder was auch immer. Ja, ihr habt das jetzt mittlerweile wahrscheinlich schon in die Kommentare geschrieben oder eventuell und denkt euch, was für ein Trottel. Ich muss dazu sagen, ich nehme die Folgen ja jetzt hier, also einige an den Stück auf, sprich, das ist dann leider zu spät gewesen, beziehungsweise ich habe gut gespielt. Lass mich mal los hier. Ich weiß ja, dass du
mich lieb hast und alles. So weiter, aber irgendwie habe ich keine Story. So, jetzt ist hier auch Feierabend. Ich bin The Name, wir spielen Spider-Man Web of Shadows. Ja, wir werden mal gucken, dass wir uns beim nächsten Mal auf die Hauptstory wieder konzentrieren, wenn ich denn da mal wieder den Missionspunkt finde, wo ich hin muss. Beziehungsweise, es wird sehr wahrscheinlich der Stark Tower sein, aber selbst den finde ich ja nicht, blind wie ich bin. Ja, ich bin The Name. Nochmal, warum? Ja, gut, wir sehen uns nächstes Mal bei Let's Play Spider-Man Web of Shadows. Jo, bis dann, ciao.